Wenn du richtig. Schiss hast, kein Alkohol alles zu nur trinken. alles nur wegen meiner Gesundheit. Nein, klar, also zwischendurch auf Feiern und so mache ich das, aber zu Hause halt trinke ich weniger. Viel weniger. Also eigentlich gar nichts mehr. Ja, gut. Kein Feierabendbierchen mehr. Nee, aber das habe ich sowieso selten gemacht. Wenn, dann habe ich ja mal, wenn ich irgendwie Omsi gebaut habe oder so, ein Fläschchen Wein. Ein Fläschchen Wein oder so getrunken. Aber es ist halt der Alkohol. Setzt seid ihr halt gerade an, rechts, ne? Abgefahren? Nein. Ich fahre nur Deko. Weniger der Alkohol, der ansetzt. Ajojoj. Also noch mal eher die Tatsache, dass man davon Hunger kriegt. Also ich zumindest. Was, wovon kriegst du Hunger? Wenn ich Bier trinke, habe ich immer Hunger. Ach so. Hallo. Ja. Könnte daran liegen, also könnte erklären, warum du dir da nachts um 1 noch einen doppelten Cheeseburger holst. Ja. Ja. Und mir einen Kaffee. Jedes Mal. Ja, damit du klar bei Verstand bleibst. Ja, genau. Damit du und im Bus Weg schlafen findest. Kannst und nicht ich. Genau, damit du den Weg findest. Damit ich die Haltestelle finde. Genau. Mhm. Mal sehen, wie es in Karlsruhe ist. Ja, die S-Bahn, die was hin. Ich schlafe auch in der S-Bahn bis zum Depot. Kein Problem. Dann lassen wir dich da liegen. Ja, wenn du Glück hast, ist so ein Nightliner, der fährt durch, dann passt das auch. Dann ist es morgens wieder hell, ist auch schön. Ah, wir müssen hier runter. Dann wacht er morgens in der S-Bahn auf. Naja, Stadtbahn mehr als S-Bahn. Meinst du, das funktioniert, was du davor hast? Nee, das funktioniert nicht. Der Jatag ist wieder da. Hallo. 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 Hey. Hey. Hätte funktionieren können. Ich hätte es auch schon gemacht, zugezogen. Oder? Was ist mit mir? Der James zuppelt ein bisschen. Zuppeldi. Du zuppelst? Ja. Ja, wenn man nah hinter einem fährt, dann zuppelt es ein bisschen. Echt? Zuppelt. Aber Carsten zuppelt nicht. Ne, oh, jetzt noch ich weiß ja, wie das geht. Zuppeldi du. Oh, Ausfahrt. Schnapp die du. Boah, da sind wieder alle da. Ja. Ja, schon freigeschaltet haben, ne? Ja, der Josh will das nur freischalten, der fährt jetzt einmal hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Das habe ich schon freigeschaltet, deswegen fahre ich jetzt hier geradeaus. Ach, hier waren wir aber schon mal auf der Autobahn. Ja, ich war hier schon mal. Oh, scheiße, wäre ich auch mal oben lang gefahren. Ich bin da oben schon lang gefahren. Ja, toll. Hallo Josh. Der Carsten der Einzige, der mach mir ruhig die Nase lang, weißt du? Ja, ich bin da oben auch schon lang gefahren, Carsten. Ja, toll. Mach der muss da auch Singleplayer-Let's Play machen. Wieso? Nee, keine Zeit. Ich bin ja schon lang gefahren ohne Singleplayer. Weißt du, ich muss Karten bauen. Ach so. Also eine. Was? Eine. Ihr habt hier zuerst gehört, Carsten baut mehrere Karten. Ja, er baut nämlich Gerüchte. Eigentlich noch Hamburg-Hafen. Komm, Gerüchte City. In die Welt setzen. Grauenlos. Hä? Warum oh, einspurige Welt? Abfahrt. Ah. Ende der Autobahn. Ein Autobahndreieck ist das. Eine Autobahne Dreiecke. Und Triangule de la Autobahn. Le Autobahn? Lautobahn. Lautoroute. Lautobahn? Lautoroute. Ja, laut ist sie tatsächlich meistens. Boah. 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 Witzig. Da vorne ja, kommt übrigens eine Maut. So viel gelacht. Aber da kommt gleich Voll-Collect. Seltas? Du. Josh verfolgt, wird vom Zeltas verfolgt. Du nimmst rechts, ich nehm links. Du musst erst deinen Frieden mit dem Zeltas schließen, Josh. Nee, ich sollte mir das auch privat kaufen. So während der Aufnahme ist günstig. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, danke. Ach, ihr fahrt wieder Le Mans Stelle. Ah oui. Le Mans Stelle. Mhm. Le Mans. Le Mans Stelle. Ja, aber dann muss die Schlanke ja direkt offen sein. Ui. Ja. Sind wir durchgerast, sind wir kaputt gefahren. Die Linke ist frei, da kannst du durch. Yay. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Wir waren ja bei dem Thema. Ich freue mich total auf diese neuen Anhänger. Auf die Schwertransporter. Die Schwertransporter. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich dann immer eins von diesen scheiß Autos mitnehmen, dass da aufpasst, dass wir da rumkommen. Ja, vor allen Dingen werden wir da mit Sicherheit nicht schnell fahren können. Freue mich schon total auf die Gamescom. Ich auch. Ja, freut euch doch. Ja, Carsten, freut euch. Toll. Schön. Toll, James. Du bist voll rechts sensitiv ab, ne? Gegen ja, rechts Carsten, ab, bin. Ne? Aber der Carsten hat ja selber gesagt, er will nicht mitkommen. Ja, lass mich doch auch mal rechts ab, du Kackvogel, du. Carsten, ne? Kannst Carsten. Du doch.
Ja, du Drecksack, ne? Ey. Carsten, ne? Was denn? Carsten? Was denn? Hätte ja mitkommen können. Nee, er hat aber keine Lust. Ja, siehst du, Carsten? Es ist mir zu viel Trubel und so. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Seid zur Heiterkeit bereit. Ich glaube, da rechts ist zum... Ja, ja, genau, Carsten. Wie, das, wie, oh, wie was ja will schon oft gesagt, das ist nee, ja nicht ja, das letzte Chaotentreffen der Chaoten, also. Das ist das letzte Chaotentreffen der Chaoten. Nein, nicht das letzte. Also, wir treffen uns ja noch öfter. Dann kann der Carsten auch mal wieder dabei sein. Der Carsten könnte auch einfach zu Gamescom kommen. Die ist ja nicht jetzt. Ist ja jetzt nicht so teuer. Gamescom. Die kann. Das, ja, das zu, nicht zu die, Gamescom die Zugfahrt kommen. Ist ja inklusive. Ich will aber nicht zu Gamescom kommen. Ey, ich meinte aber nicht. Ich meinte jetzt nicht sowas wie Gamescom, sondern einfach so tatsächlich so ein So-Treffen von Chaos. Ja, so Treffen würde ich machen, aber Gamescom kommen. Ja, so Treffen machen wir ja auch. Ja, aber da ist ja nicht nur im ich Juni, ist ja nicht das letzte von denen. Also wir machen ja nur mal mehr von denen und dann kann der Cast nochmal wieder mitkommen. Von denen, wo die herkommen. Von denen, ja. Viele, viele mehr. Genau, von denen, da wo die herkommen. Du brauchst gar nicht so blöd blinken, ich lasse dich hier sowieso nicht rein. Da kommen noch viel mehr. Ja, oh, wo die herkommen. Dann fahr ich halt einfach. Wir haben nämlich eigentlich, ja, wir haben ja gesagt, blöder Sack du! Durch die Großstädte in der Nähe, ja, also... Das nächste Mal ist Essen bzw. Dortmund dran. Da es da gutes Essen gibt, ist es ja in Ordnung. Nee, Wuppertal machen wir. Und dann, genau, dann machen wir Wuppertal. Aber in den Ferien, da fährt dann nämlich kein Zug. Dann machen wir Wuppertal und danach machen wir dann Dortmund. Nein, ich fahre doch nicht. Was will ich in Wuppertal? Du nicht, du hast gerade Wuppertal vorgeschlagen. Quatsch. Wuppern vielleicht. Wuppern. Man weiß es ja nicht. Wuppertal. Was will ich in Wuppertal? Ja, Wuppern. Denn vielleicht machst du im Wuppertal eine Wupperparty, weiß man ja nicht. Und dann holst du dir noch einen Wupper. Ein Wupper, oh. Eine Wupper, Wupper-Wupper-Party. Warum, man muss in, oh mein Gott, man muss, seid ihr recht abgebogen hier? Ja. 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 Nee. Man muss in Wuppertal ein Restaurant aufmachen, ein Burger-Restaurant. Und wir nennen das Ding den Wupper-Wupper. Nee, das, aber Wupper darfst du den ja nicht nennen. Warum? Ach, das ist Burger King, ne? Carsten, denk dran, ich bin hier auch noch, ne? Ach so, da warst du auch noch. Ich war da auch gerade und du bist trotzdem dabei. Ich war da auch gerade. Ich meine nur, ich dachte, ich sag's mal. Dessen Nasenspitze, die vorne ist, die hat das Anrecht. Genau, hättest mich einfach Carsten, mal reinlassen. Der Carsten ist nur schneller gewesen, weil sein Tempomat schneller gestellt war als meiner. Ich hab mein Tempomat gar nicht an. Ich mach das alles mit Gefühl im Fuß. So. Fühl im Fuß. Oh, der Badeburger schließt. Oh, oh. Nee, tut er nicht. Oh Mann, James. Wir sind doch so ein halbes Jahr hinter euch. Hm. Und ja, Jahre sind eindeutig auch Zeiteinheiten. Echt? Längeneinheiten. Oh, da was, ja. Mal hier was, eine Siedlung, wie was cool. Ist, was, ja, was hat ja. Ja, in der Tat. Ja, in der aber Tat. Das finde ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel voll cool. Dass man hier nicht einfach nur über Land fährt, sondern auch über so, durch so Siedlungen. Schade. Wäre ich mal nicht vom Gas gegangen. Aber sah gut aus. Ja, ne? Hatte ich auch. Schon schön gestaltet, ne? Ja, hier ist voll der große Kreisverkehr. Aber den muss ich einmal rumfahren. Alter, ja, fahr du da mal rum. Doch, muss ich. Oder der markiert den nicht. Überweg. Den muss ich einmal rumfahren. Fußgängerüberweg? Müssen wir anhalten. Gibt's denn auch News von den süßen Robbenbabys im Soester Zoo? Nee, Pink. Gibt es nicht. Und ein Fußgängerüberweg? Zeigen jetzt zwei eigentlich. Wir sind ja, gerade da in einem Dorf. Ein ja, James, fahr mal langsamer, die sind gerade erst. Ja, ich dreh hier auch mal eine Runde. Die Zone ist ein bisschen hinter euch. Ja. Ach, da kommt noch so ein Riesending. Ja, da kommt noch so ein. Oh, das ist eine Giraffe. Oder was ist das? Giraffe. Das ist eine Giraffe auf dem Ding. Eine Stadt gerafft oder nicht so? Das ist eine Giraffe. Ja, guck mal, das ist eine Holzgiraffe. Ja, das ist eine Holzgiraffe. Oh, jetzt habe ich aber den anderen Treffen Kreis Giraffe oder was? Das ist eine Giraffe. Vielleicht ist es auch ein Affe, man weiß es nicht. Ein gieriger Affe. Ich hab doch redet nur mit Tiernamen. Giraffe, Affe! Guckt keiner von euch Kunde. Doch, ich kenne das. Avengers. Synchro. Behinderte kleine. The Avengers! Synchro von Cold Mirror. So, ihr wisst ja, dass ihr Vorfahrt gewähren müsst, ne? Ja, ihr müsst Vorfahrt gewähren! Wie denn? Ich hab gar kein Gewehr dabei. Pam.
Pump. Hat er Puff gemacht? Muss ich mal zu Walmart fahren, Julian. War's ja weit genug weg. Und dann flinne ich wie ein kleines Kind, wenn ich das gesehen habe. Gibt's einer tanken? Nö. Nö. Will einer Wein trinken? Hier gibt's Reben. Oh ja, guck mal. Was, hier gibt's Rewe? Ja, da kriegen wir Wein. Reben. Ja, hier gibt's Reben. Mehrere. Weinreben. Oh, die Mehrzahl ist Reben. Die Mehrzahl von Reben ist Reben. Ja, ja. Ja, aber den kann man schon mal. Ja, kann man nur für zwischendurch. Ja. Naja, gut, okay. Für zwischendurch, aui. Ja, so für Minute 40 ist das in Ordnung. Aufnahme läuft, perfekt. Ja, ich wollte nur mal so ganz. Ja, Aufnahme läuft auch bei mir. Die Zeit. Ich guck ja immer. Ich habe gerade eine Ortschaft rübergelugt. Ja, ich lug auch mal rüber. Oh, verföhn. Wer blinkt mich denn da so blöd an? Ui. Ich hab nur Hallo gesagt. Oder froh. Müssen wir abbiegen? Oh, oh. Ja, geht gar nicht anders, Carsten. Das war jetzt der Affe. Und die Ampel war rot. Ja, bei mir auch. Piep, 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 piep. Piep, piep, hat der piep, Josh piep, Licht piep, an? Nee, der Josh hat hier Dings da Tagverlicht. Der Josh hat Tagverlicht. Ah. Ist einer der wenigen, du hast also aber ist der einzige von uns, der Tagverlicht hat. Du hast normales Licht an, Josh. Nee, das ist normales Licht. Ich hab immer Standlicht an. Das ich habe jetzt aber das Upland-Licht schon mal angemacht. Der Josh hat wahrscheinlich immer das Standlicht noch mit an, damit das Navi hell ist, wa? Ja, das Standlicht an. Ja, richtig. Ah, stimmt, damit die Armaturenbrettbeleuchtung läuft. Ja, weil du hast nämlich hinten auch Leuchten an. Oh, jetzt habe ich noch viel hellere Leuchten. Ja. Du bist eine helle Leuchte. Oh, ist das schön hier im Wald. Oh, der Leiter. Da musst du aufpassen, da kommt gleich der böse Wolf. Und frisst die nee, Bigfoot. Der böse Wolf und Pugus. Der Bigfoot ist. Ja, vor Bigfoot war er auch im Wald, stimmt. Oh, Vorsicht, hier ist ein BÜ, der geht zu. Ein BÜ. Der BÜ, hat der BÜ den BÜ gesichert? Der wurde ohne BÜ gesichert. Drei. Warum bleibst du da nicht stehen, wenn der. Zwei. Ja, weil ich ja noch drüber gekommen bin, hast du doch gesehen. Der kommt gar nicht zu. Bei mir ist der offener als. Das ist. Der jetzt hat er das. Hat er dich aber rangekriegt, wa? Oh. Der blinkt nicht mal weiß. Was ein Prank! Boah, ein Prank! Oh shit! Voll crazy, ey! Hat er nicht gemacht! Der ETS-Prank, yo! Teilt das auf Facebook, like das ja, fünfmal und abonnieren! So. Ja, wir haben ja, ich habe ja neulich auf YouTube gesehen, so ein, also voll krass, das war den Trends, das Video. Und zwar gibt's, war ja mal so eine Zeit lang in dieses 1000 Grad heißes Messer versus irgendwas. Ja. Und jetzt, noch viel, viel geiler, jetzt ist in Waffeleisen versus irgendwas. Das ist mega, das ist grandios. Da gab es mal so eine Folge. Ich frage mich, woher die wissen, dass die Messer 1000 Grad heiß waren. Ja, das ist das Gefühl. Haben sie dran gefasst. Ja, die hat das auch im kleinen Finger. Titel. Ja, und vor allem Big Mac versus Waffeleisen war insofern genial. Das Interessanteste an dem Video, wo auch die am meisten so voll so rumgeschrien haben, war, die haben so den Big Mac in das Waffeleisen rein, zugedrückt und dann irgendwann ist das ganze Fett angefangen zu brennen. Der Griff abgebrochen. Und das war das Highlight. Oh shit! Oh, shit, Digga! Die haben da so 30 Alter. Sekunden. Oh shit, das ist. Oh. Der ist genau voll so abgebrochen. Julian. Das heißt nicht so viel du gemacht, das Video, oder? Nein. Also du das hätte ich auch ohne. Ich kann mir Big vorstellen, wie das. Ja. Carsten macht ein Gegenvideo. Ja, Carstens Hand. Wir tun nichts gegen ins Waffeleisen. Ey Leute, wir tun jetzt nichts ins Waffeleisen und der Griff bricht trotzdem. Oh shit! Der Griff ist abgebrochen von meiner Kraft. Rohe Kräfte versus. Und schon haben wir ein neues Format. Ja. Ja, pass auf, in 4 Wochen hat das jeder. Rohkraft versus Papier. Ja, klar. Das müssen wir nur umsetzen, bevor die Folge kommt, weil sonst ist das Konzept, das ist schon wertvoll. Ja, das wird sonst direkt vorher geklaut. Ja, sofort. Ja, das ist so gut. Das ist so gut, ey. So gut. Pures Gold. Was? Da kann man sich dann tatsächlich Qualitäts-YouTuber schimpfen. Ja. Wenn man sowas macht. Ja. Na gut. Ey, wir haben ja was Neues entdeckt und so und erfunden. Guck ich mir doch lieber Videos von LKW-Fahrern an, die ihre Tour dokumentieren. Das stimmt. Aha. Mhm. Gibt da so einen Kanal von einem Deutschen, der nach Kanada ausgewandert ist.
Der ist auch ganz interessant. Also ich finde das interessant. Der fährt da durch Kanada und Nordamerika seine LKW-Touren. Ganz witzig. Okay. Beep, 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 beep. Ich bin zu schnell durchs Dorf gefahren. Beep, 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 beep. Bitte, 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 b